Und dann fliegen die Riesen auch schon nach Asien oder was weiß ich wohin und sind weg und können deine Base nicht mehr befummeln. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Clash of Clans mit mir, Thomas und Playgadon. In der heutigen Folge stehen mal wieder Besuche an. Vorab will ich euch sagen, dass nächste Woche Montag keine Besuchsfolge kommen wird. Das nächste Mal erst wieder am 26., weil ich diesen Freitag in Urlaub fahre bis zum 4. August, also schon relativ lange. Aber ihr müsst euch keine Sorgen machen, Videos kommen wie gewohnt. Ich habe jetzt 29 Videos vorproduziert und die werden alle rauskommen. Also wie gesagt, keine Angst haben. Videos werden kommen, nur die Besuchsfolge wird nächste Woche nicht kommen. Ihr habt auch Zeit, euch zu bewerben bis zum, spätestens Mittwoch würde ich jetzt sagen. Und dann werdet ihr am 26. besucht. Ich muss diese Folge wieder 16 besuchen. Eigentlich habe ich schon ganz viele besucht. So, kommen wir zu Tim's Base in der letzten Folge. War seine Base ja zerstört, jetzt auch schon ein bisschen, war es zumindest länger nicht online, es ist gerade wieder morgens, also deswegen. Magiertürme Level 3, Minenwerfer Level 5, gerade ist Level 7, ne? Minenwerfer maxed und die Magiertürme kannst du noch auf 4 machen, glaube ich zumindest. Das bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass das so ist. Bogenschützen, verdammt, Bogenschützentürme 8, so. Es ist morgens Ferien, nicht wundern. Kanone Level 8, Kanone Level 8, Kanone Level 8, Kanone... Ja, alles Max. Jo, kannst eigentlich nur noch deine Mauern machen. Machst gerade deinen Luftfeger, beziehungsweise hier Luftabwehr, da Luftabwehr und hier Luftfeger auf Level 2. Luftabwehr 5 ist auf Max, eine machst du gerade auf Max. Und das sieht doch eigentlich relativ gut aus. Mach weiter so, Mauern nur noch hoch. Und dann kannst du auf Rades Level 8 gehen und dann noch viel Spaß beim Fahren. Wir können kurz mal noch in dein Profil gucken. Ja, das scheint auch alles Maxed out zu sein. Truppen Level 4, Schweinereiter kannst du noch auf 2 machen, Minions kannst du auch noch auf 2 machen, also falls du irgendwann zu viel Dunkles übrig hast, kannst du den ja hochmachen, aber ich würde erst den Barbarenkönig hochmachen, ist wirklich sinnvoller. Und ja, ich würde sagen, wir werden die nächsten besuchen, die Base gefällt mir so im Allgemeinen, relativ gut, hier sieht man, Magiertürme decken jeweils 2 Lager ab und das ist ja eigentlich das, was man sich immer wünscht bei den Base-Reviews. So, der nächste, der besucht wird, ist One Hive aus dem Clan Kriegshelden, also im Clan Michael Boss. Hast 4000 gespendet. Not bad, not bad. Ja, Okay, es ist gerade Level 9 Niveau, aber die Mauern sehen schön aus hier. Mit den Fackeln da oben drauf. Die Level 10er Mauern in der Mitte sehen auch schön aus. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das der Inferno-Turm. Boah, bin ich geil, Mann. Luftabwehr Level 7, Luftabwehr Level 7, Luftabwehr Level 7. Boss schon zweiten Inferno. Boah, fett. Respekt dafür erstmal. Magiertürme Level 7. Ja, wie gesagt, Rades Level 9 Niveau. Ich glaube, ich kann dir eigentlich nicht viele Tipps geben, denn du bist Rades Level 10, Grad von 9 hochgegangen. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Kannst du mir unten in die Kommentare schreiben, ob es stimmt, aber wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass es stimmt. Ja, okay. Mein Tipp an dich wäre, das weißt du wahrscheinlich selber, Flächenschäden hoch, Magiertürme, Minenwerfer als erstes hoch, dann der Rest. Und dann sieht doch eigentlich alles relativ gut aus. Die Mauern, die sehen wirklich schnieke aus. Ich hasse das Wort, aber ich benutze es immer wieder. Luftfeger Level 5, Luftfeger hier Level 3. Der neu wahrscheinlich dazugekommen ist. Ja, mein Tipp. Ja, du bist frisch hochgegangen. Sieht man hier auch am Bogenschützenturm und der Kanone Level 4. Sonst deine Zaubersprungfabrik ist schon auf Level 3. Ich wollte meine noch nicht auf 3 machen, denn ich will erstmal meine Mauern auf 9 pushen und dann auf Rades Level 10 gehen. Oh, das wird ein geiler Moment. Das wird ein richtig geiler Moment, wenn ich so meine Truppen maxen kann. Ja, genau. Hier hast du noch dein Labor am Ausbau, ich schwör. Ja, alles Indizien dafür, dass du gerade hochgegangen bist. Mein Tipp, wie gesagt, Flächenschäden hoch und dann der Rest. Da, ups. Hast du noch Level 9er, beziehungsweise Radeswill 9er Truppen. Zumindest ist die meisten. Die Valkyrie hast du schon auf 4. Okay, das sehe ich auch relativ selten. Also ich habe meine auf 2 und will die eigentlich momentan nicht upgraden. Ich will erstmal meine Helden upgraden und ja. Wie gesagt, mach weiter so. Sieht eigentlich alles relativ gut aus. Baust deine Inferno-Türme, dann noch viel Spaß beim Farm und ja, wir werden den nächsten besuchen. Lieber Ruin Ayo, du hast mir geschrieben, dass dein Clan Halo Vater heißt oder Hallo Vater. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen, aber auf jeden Fall habe ich alles ausprobiert, was man so ausprobieren könnte. Und ich habe deinen Clan einfach nicht gefunden und das meine ich jetzt. Es ist nicht, weil ich faul bin, den Clan zu suchen.
sondern wenn ihr mich, wenn ihr nicht euren Hashtag-Kürzel in die Kommentare schreibt, finde ich euren Clan meistens nicht. Und deswegen einfach den Hashtag-Kürzel unten in die Kommentare rein. Und dann werde ich euch mit 500.000%iger Sicherheit finden. Im Übrigen, ich habe jetzt Hallo mit einmal mit Doppel-L, dann mit OO, dann mit einem L und einem O geschrieben, aber ich habe trotzdem deinen Clan nicht gefunden. So, der liebe Ibu 3 aus dem Clan First Selection wollte besucht werden und wir werden ihm seinen Wunsch erfüllen. Level 7er Mauern sehen schon echt pornös aus. Deine Kanonen sind auf Level 10, deine Minenwerfer sind auf Level 6, die beiden Magiertürme machst du gerade auf Level 6, also maxed out. Machst gerade dein Lager für Dunkles, dein dunkles Lager hoch, auch auf Maximum. Das einzige, was du noch upgraden kannst, ist der eine Magierturm hier und die Bogenschützentürme und die Luftabwehren. Dann ist deine Base maxed out, beziehungsweise die Mauern fehlen dann noch, aber wie gesagt, die Mauern. Kannst du irgendwann machen, wenn du mal Bock drauf hast. Level 2? Jo, nee, Level 1, okay. Ja, mein Tipp wäre jetzt, ja, den Rest hoch machen und mehr kann ich zu dieser Base auch nicht sagen. Deine Base ist eine Trap-Base, sieht man hier an den Stellen, wo die Mauern halt offen sind, da werden Fallen stehen. Wenn einer mit Riesen oder so angreift, werden da wahrscheinlich Tellereisen stehen. Und dann fliegen die Riesen auch schon nach Asien oder was weiß ich wohin und sind weg und können deine Base nicht mehr befummeln. Und deswegen ist doch alles hier in Ordnung. Deine Magiertürme decken jeweils zwei Lager ab, so wie ich es hier sehe. Jo, das stimmt. Minenwerfer stehen nicht besonders weit mittig, aber auch nicht zu weit außen. Deswegen ist es auch noch im Rahmen. Decken auch jeweils alles von der Base ab, wie ich hier sehe. Ja, müsste eigentlich alles abdecken. Kanonen und Bogenschützentürme sind gut verteilt. Wir gucken mal in der Profil rein. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Okay, sieht alles gut aus. Pickaxe kannst du noch auf 3 machen, aber ist auch nicht so wichtig. Ich meine, die Pickaxe habe ich auch erst auf Radeslevel 9 auf 3 gemacht. Ja, ich bin auch zu früh hochgegangen, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte unbedingt den zweiten Bohrer haben, aber dann hat sich ja Supercell entschieden nach einem Update. Yo, habt ihr gehört? Der Thomas ist nur für den zweiten Bohrer hochgegangen. Lass mal den zweiten Bohrer jetzt schon Rathaus Level 8 verfügbar machen. Ja, lass mal machen, Brate. Und dann war es dann so und deswegen. Ja gut. Ja, Base würde ich sagen, sieht so relativ gut aus und wir werden die nächsten besuchen. So, Rudolf im Clan Poki Empire wollte besucht werden. Ich weiß nicht, ob du das bist, denn es gab hier verdammt viele. Aber ich schätze mal, dass das der Clan sein müsste. Hast du nochmal Glück gehabt, dass ich hier fleißig gesucht habe? Naja, ich habe einfach nur da im Clan reingeklickt, wo relativ viele verfügbar waren. Du wurdest angegriffen, beziehungsweise dein Rathaus. Du hast schon einige Mauern auf 8, aber hier noch einige auf 6. Ich würde die erstmal auf 7 machen, bevor ich die anderen auf 8 mache. Aber ist ja deine Entscheidung. Ich meine, Level 8er Mauern sehen relativ schnieke aus. Oh, ich sollte aufhören, dieses Wort zu benutzen. Minenwerfer Level 6. Magiertürme Level 5, 5 und 6 Doors. Luftabwehren Level 5, 6. 5. Denn dunkle Bohrer sind auf Level 3 Maximum. Kanonen Level 10 Maximum. Bogenschützentürme sind auf Level 9 nicht Maximum. Ja, mein Tipp, wie an alle anderen, die ich bis jetzt besucht habe, was ungefähr 200 bis 300 Personen waren: Magiertürme hoch, deine Minenwerfer sind schon auf Max und dann der Rest und mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Beziehungsweise kannst du deine Mauern upgraden, aber ich glaube, das wirst du auf jeden Fall machen. Sieht ja momentan relativ gut aus, hast schon eigentlich relativ viele Mauern auf Level 8. Das sieht schon relativ... Okay, ich wollte das Wort sagen, ich werde es lieber nicht tun. Level 5 Barge, Level 5 war Level 5 war Riesen, Level 4 war Goblins. Natürlich, die Goblins muss man nicht benutzen. Ich meine, wenn man die nicht benutzt, dann muss man die auch nicht upgraden. Also von daher, Base sieht gut aus, bis gerade ist Level 8, jo. Naja, was anderes hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Wäre auch ein bisschen komisch. Deine Base hat auch leichten Trap-Faktor, weil hier halt keine Mauern sind, nur ein Armeelager. Wahrscheinlich werden hier Bomben oder sowas stehen. Oder Teslin auch vielleicht. Oder die Teslin werden einfach hier in der Mitte stehen am dunklen Lager. Kann natürlich auch sein, ich weiß es nicht. Ich bin kein Hellseher und ja. Base gefällt mir so an sich schon gut. Magiertürme sind wirklich sehr weit mittig und decken jeweils zwei Lager ab. Und das ist perfekt. Ja, Magiertürme hoch, Bogenschützentürme hoch, Luftabwehren, restliche hoch, die zwei. Und dann sieht deine Base schon relativ pornös aus. Ich wollte das Wort wieder sagen, aber ich werde es nicht tun. Lieber Skull Gaming in dem Clan Banghaus. Ich feiere den Namen so hart. Du scheinst hier nicht mehr drin zu sein. German Play, Kobold. Oh Mann. Luca Player HD 2, Stinker, Messenger from Hell, Lauxi, Rasmus, FN, warum, darum.
Okay, Seraphon, Alex, Schlangenmeister. Schicky King, Alt, André, 89, Kolumne, Suftras und Django. Ihr, ja, wie gesagt, du bist in meinem Clan drin. Schreib mir in deinen neuen Clan unten in die Kommentare rein. Spätestens bis Mittwoch. Und dann kannst du am 26. besucht werden. Falls, ja, okay, ich mach die Folge dann circa auch Mittwoch. Dann wirst du auf jeden Fall besucht. Also meld dich. Xiona X aus dem Clan Austrian Dragons, wenn der Clan so heißt. Austrian Dragons. Du bist besucht. Boah, okay, da ist ein Rad, das wurde zerstört und das sieht hier richtig geil aus. Muss man so zugeben, hat keinen Sinn, aber es sieht... Okay, ich wollte das Wort wieder sagen, es sieht gut aus, sagen wir es so. Magiertürme decken jeweils... Hier zwei... Okay, decken jeweils zwei Lager ab. Ich war gerade irritiert, wo der zweite Lager denn da war. Luftfeger Level 3. Bogenschützentürme Level 9, Kanonen Level 10. Mein Tipp, mach die Magiertürme hoch. Was du ja gerade tust... Minenwerfer sind schon auf Maximum hier Level 6 und das ist ja schon relativ gut, wenn die Minenwerfer aufs Maximum sind. Okay, du brauchst gerade deine Zauberspruchfabrik aus, genau, du baust deine Zauberspruchfabrik aus. Sonst scheint dir auch eigentlich alles relativ gut zu sein. Die Mauern in der Mitte kannst du noch auf 7 machen, wirst du wahrscheinlich demnächst auch tun, aber vorher würde ich deine Magiertürme upgraden. Dann kannst du die Mauern in der Mitte auf 7 machen. Dann kannst du deine Bogenschützentürme upgraden. Und dann kannst du deine Lufterwehren upgraden. Und dann kannst du deine Mauern upgraden. Und dann kannst du hochgehen. Ja, guck mir in dein Profil rein. Kriegsstern 163, bestes Ergebnis 2092. Barsch 5, Riesen 4, Goblins 4, Mauerbrecher 4, Laufballons 4, Magier 5, Heiler 2. Drachen 3, Päcker 1, Minions 2, Schweinreiter 2, Überführung 1, Golem 1. Ja, ist sein Labor gerade am Ausbau, wegen sonst kann ich wieder Guru David spielen. Ich gerate viel zu oft hier ans Popschutz und dann kommen immer solche Störgeräusche. Okay, du baust gerade was im Labor aus. Lass mich kurz schätzen, was du da ausbauen könntest. Vielleicht die Riesen, ja, fällt mir gerade nicht ein. Wie gesagt, Base gefällt mir auch relativ gut. Ich kann die Base-Review bei jedem nicht so lang halten, weil ich halt 16 in der heutigen Folge wieder besuchen muss. Und ja... Die Base gefällt mir so relativ gut. Viele Gebäude stehen drin, sodass man die 50% sogar relativ schwer holen kann. Und wir werden den nächsten besuchen. So, der liebe King of Julius in meinem Clan wollte besucht werden. Sieht ein bisschen zerstört aus, aber sehr gut. Rates Level 8, Farming Base. Minenwerfer Level 5 stehen perfekt im Viereck. Ach, du hast diese Base, die einfach nur Pornos. Es ist. Oh, ich schon wieder am Popschutz dran gekommen, ey. Meine Güte. Ich screenshotte die mal für die Rates Level 8 Farming Base Folge. Weil die Base die optimalste ist, die hatte ich auch damals. Magiertürme decken jeweils zwei Lager ab und das ist das, was man haben will. Kanonen- und Bogenschützentürme sind relativ gut verteilt. Luftabwehren sind im Dreieck. Was auch hier perfekt ist, weil, wie man sieht, das die ganze Base einfach abdeckt und das ist richtig pornös. Okay, ich wollte Schnieke sagen, aber ich habe es nicht getan. Dunkler Bohrer Level 3. Wo ist denn ein zweiter Dunkler Bohrer? Das weiß ich nicht. Müsste eigentlich irgendwo hier stehen. Auf jeden Fall die Base, die gefällt mir wirklich gut. Kann ich wirklich jedem Rates Level 8er weiterempfehlen. Falls ihr eine Rates Level 8 Farming Base sucht, screenshottet sie und baut sie euch nach. Kann ich wirklich nur empfehlen. Mach weiter so von den Verteidigungsgebäuden her. Mein Tipp, Minenwerfer hoch, Magiertürme hoch. Und dann der Rest. James Eichel aus dem Clan The Black... War 2 wollte besucht werden, ihr werdet im Übrigen ein CW bei Abonnenten sehen und das in diesem Clan, die Folge wird am 29. war das glaube ich rauskommen, kann auch früher rauskommen, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, ich habe meine Zettel nicht hier, die Zettel der Planung während ich im Urlaub bin, auch die Base ist beinahe dieselbe, nur dass die Verteidigungsgebäude ein bisschen anders verteilt sind als bei dem lieben King of Julius. So, Minenwerfer, ich sag schon Magiertürme. Minenwerfer Level 6 Maximum. Magiertürme Level 6 Maximum. Luftabwehren Level 6 Maximum. Kanonen Level 10 Maximum. Bogenschützentürme Level 10 Maximum. Ja, ich kann nicht viel dazu sagen, außer dass diese Base auch pornös ist. Also da ist wirklich, alles ist auf Maximum. Kannst nur noch Mauern upgraden, wie es mir... Oh, wobei, wir gucken mal in dein Profil rein. Kriegsstern hast du 90 geholt, okay. Barsch 5, Goblins 5, Mauerbrecher 5, Heilzauber kannst du glaube ich noch auf 5 machen, oder?
Gut, das kannst du natürlich noch machen. Packer Level 3, Drachen Level 3, Minions Level 3, Schweinereiter Level 4. Das ist richtig hart am Laufen gerade bei dir. Ich glaube, du machst doch gerade deinen Heilzauber hoch. Kannst du mir mal unten in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren. Und so kann ich wirklich nicht mehr zu der Base sagen. Die ist wirklich nur gut. Schnieke, verdammt, ich hab's gesagt, egal. Im Übrigen, ich stoße gerade so oft an meinen Popschutz, weil Besuchsfolgen immer so bei mir relativ lang sind. Ich nehme immer so circa 40 Minuten am Stück auf, diese Besuchsfolgen. Und deswegen habe ich mich hier schon bequem hingechillt auf dem Schreibtisch. Und deswegen kann es sein, dass ich, wie gesagt, manchmal ans Popschutz gerate. Hoffe, es stört euch nicht. Die Base ist jedenfalls relativ gut. Gefällt mir, mach weiter so. Trilux aus dem Clans Blackboard 2 wollte jetzt auch besucht werden. Ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird. Ich spreche es einfach mal Trilux aus, weil ich denke, dass es so richtig ausgesprochen wird und weil ich es mir anders nicht vorstellen kann. Rassel 8 Farming Base. Dunkles Lager ist sehr nice gefüllt. Magiertürme Level 6 decken jeweils 2 Lager ab. Minenwerfer Level... Okay, ich screenshotte die Base auch mal für die Folge, weil die mir auch relativ gut gefällt. Screenshot mach. Screenshot mach. So, gescreenshottet. Mein Tipp an dich... Mach die restlichen Mauern hoch und geh dann hoch. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Die Base ist beinahe maxed out. Luftfeger Level 4 ist maxed. Kanone Level 10 maxed. Luftabwehren maxed. Bogenschützentürme maxed. Alles ist maxed. Eventuell kannst du nur noch die Bomben oder so verbessern, aber... Ja gut, das ist nicht allzu wichtig. Die mache ich gerade im Übrigen auch. Die suchenden Luftminen habe ich jetzt auch alle auf Max auf Level 2. Haben mich 2 Millionen pro Mine gekostet. War nicht ganz günstig und jetzt muss ich ja noch 6 Bomben auf Level 4. Auf Level 5 machen 1 Million kosten die, aber dann habe ich die ja maxed und kann in Ruhe meine Mauern machen. Dein Profil scheint auch alles maxed zu sein. Ich weiß nicht, ob du die dunklen Zauber verbessern kannst, das weiß ich nicht auf Rates Level 8. Denn ich habe momentan keinen Account, der auf Rates Level 8 ist und ja. Da scheint auch wirklich alles maxed zu sein. Mach weiter so und die Base gefällt mir wirklich gut. Für die nächste Rates Level 8 Farming Base Folge, wo ich da ein paar Bases vorstellen werde, werde ich die auf jeden Fall benutzen, bin ich mir wirklich relativ sicher. Tyrex aus dem Clan, wie heißt der? Iron Frost, achso, okay, so heißt der. Wollte besucht werden, wir werden wie natürlich den Wunsch erfüllen. Rates Level 10 ein bisschen gerusht, würde ich mal so behaupten. Hast aber den Bogenschützen auf 7, oder? Oh, geil. Ich finde die mega pornös. Ich will die auch unbedingt haben. Guckt es euch an, wie sexy die sind. Moment. Boah, fett. Jo, Inferno-Türme Level 2 auf Multi gestellt. Oh, sogar einer auf Level 3, okay. Der 2er ist auf Multi gestellt. Der scheint auch auf Multi. Ja, ist auch auf Multi gestellt. X-Bows, Level 2, einen baust du gerade auf 3 aus. Luftabwehren, Level 6, 6, 7. Deine vierte Luftabwehr ist hier auf 7, okay. Ist ein bisschen blöde verteilt mit der Luftabwehr hier, aber ja gut. Magierturm deckt hier 2 Lager ab, aber das ist nicht so richtig Lager abdecken, weil die Lager ein bisschen blöde verteilt sind. Dir würde ich wirklich empfehlen, dir eine Base im Internet rauszusuchen. Wenn ich Rates Level 10 bin, werde ich natürlich dazu Bases machen. Aber momentan bin ich dann nicht Rates Level 10. Und deswegen, vielleicht musste ich mal einen aus meinem Clan fragen. Ich glaube, irgendwer ist da ja schon Rates Level 10. Ich werde ihn einfach mal fragen, ob er das für eine Folge machen kann. Sich irgendeine Base aufstellen, die ich ihm dann irgendwie zuschicke oder so. Mal gucken, wie wir es anstellen werden. Luftfeger Level 3 und Level 2. Das sieht auch schon relativ gut aus. Ja, also Verteidigungsgebäude sind so gerade Level 8 und 9 Niveau. Dir würde ich empfehlen, deine Flächenschäden als erstes hochzumachen, statt den X-Bow da. Natürlich, wenn du den jetzt hochmachst, würde ich den nicht abbrechen, aber ich würde erstmal die Flächenschäden hochmachen, wie gesagt. Und dann den anderen Inferno-Turm, dann die X-Bows und dann müsstest du mal schauen, dann die Einzelschäden, dann passt das ja ungefähr. Mauern würde ich auch mich langsam ranhalten, mindestens auf 8, also das muss schon wirklich sein. Denn die meisten sagen zwar, ja, Mauern machen schon ein bisschen unnötig, aber die machen schon einen mächtigen Eindruck für unerfahrenere Spieler. Und dann wirst du halt weniger angegriffen, glaub mir, das macht wirklich einen großen Eindruck. Hatte ich auch damals, als ich noch nicht so erfahren war wie jetzt. Ich bin jetzt immer noch nicht erfahren, aber sagen wir so, das macht schon Eindruck und das ist der Vorteil an der Sache. Guck in dein Profil rein, hast schon Riesen Level 7, Goblins Level 6, okay, die hast du gemaxt, wieso, keine Ahnung, kannst du mir mal unten in die Kommentare, oh, Packers 5, geil. Minions 6, Hexe Level 2, ja, das sieht doch alles relativ gut aus, 2907 war dein Bestes, meins war, glaube ich, auch so in der Art das Beste. So, dein Labor ist gerade am Arbeiten, lass mich schätzen, was du machst.
Barbaren, was anderes könnte ich mir nicht vorstellen. Aber kannst du mir unten in die Kommentare schreiben, was du da gerade machst. Oder deine Frostzauber kann natürlich auch sein. Frost ist auch schon relativ wichtig auf Rades Level 10. Mach weiter so mit den Flächenschäden und dann kannst du den Rest machen, wie gesagt. Und am besten eine Base im Internet raussuchen. Dann läuft die ganze Sache. Der liebe Hipster aus dem Clan. Moment, wir gucken gleich, wie der Clan heißt. Austrian Clan wollte besucht werden. Er ist ein wahrer Player, Gerdon Hipster. Wir müssen uns vor ihm verneigen. Okay, genug verneigt. So, Rates Level 6 Trophy Base. Magiertürme Level 3. Ist das Maximum. Wenn ich mich nicht ganz irre, Bogenschützentürme Level 7 ist auch das Maximum. Mein zweiter Count ist ja auch auf Rates Level 6. Kanon Level 7 ist auch das Maximum. So, du machst gerade 2 Minen auf 10. Dann sind die auch aufs Maximum. Sogar 3, okay. Luftfeger hast du schon auf Level 2. Oh, man kann die auf 2 machen, verdammt. Luftdampf wäre Level 4. Minenwerfer Level 4 ist auch das Maximum. Yo. Das sieht momentan alles relativ gut aus. Bist auch schon auf dem Weg, maxed out. Mauern kannst du so auch machen. Wie gesagt, zu der Base-Aufstellung kann man nicht viel sagen, weil du halt noch nicht so viele Mauern zur Verfügung hast. Auf Rates Level 7 bekommst du nur 50 Mauern dazu. Dann sieht das schon ein bisschen besser aus mit der Base-Bewertung. Aber momentan kann man halt nicht so viel sagen. Magiertürme decken jeweils 2 Lager ab. Ist das Optimum? Minenwerfer deckt die gesamte Base ab. Ist das Optimum? Kanonen und Bogenschützentürme sind relativ gut verteilt. Luftabwehr deckt nicht die gesamte Base ab, aber schon relativ viel. Und auf Rates Level 6 wirst du sowieso noch nicht so oft mit Lufttruppen angegriffen. Deswegen ist das alles noch im Rahmen und ich würde sagen, ist eigentlich relativ geil. Denn Armeelager sind auch schon auf Level 6, müsste ich auch mal upgraden auf meinem zweiten Account. Wenn ihr mal wollt, dass ich auf meinem zweiten Account Let's Plays mache, könnt ihr mir unten mal in die Kommentare schreiben. Und ja, wir gucken mal in dein Profil rein, wie das truppenmäßig so aussieht. Okay, truppenmäßig sieht das auch relativ gut aus. Hast schon Heiler, sind auch schon auf Max deine Heiler. Denn auf Rates Level 6 kann man die noch nicht auf 2 machen, bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass das nicht geht. Blitzzauber Level 3, Heilzauber Level 4. Du hast schon... Was? Achso, ich dachte schon, dass du die dunkle Zauberspruchfabrik hast. Ist aber nicht der Fall, sondern es wird so ein Profil angezeigt. Wieso Supercell das macht, weiß ich auch nicht ganz genau. Aber sonst ist die Base eigentlich relativ gut. Mach halt jetzt den Rest hoch und dann kannst du auf Rates Level 7 gehen. Viel Spaß beim Farmen und wir werden den nächsten besuchen. Der liebe Ungeschlagen aus dem Clan Player Gaddon wollte besucht werden. Das finde ich echt auch richtig geil. YouTube Player Gaddon, das bin ich nicht, aber checkt sein Channel ab. Hashtag bester YouTuber. Ah, das ist sweet, das ist richtig sweet. Oh, er hat schon 28 Truppen erhalten. So, wir werden ihn auch dann mal besuchen. Ah, oh, das finde ich richtig geil, dass jemand das sowas für mich macht. Okay, Greater, gerade dein Rat auf Level 5 ab. Deine Base scheint auch max out zu sein, schätze ich mal so. Kanon Level 5, Bogenschützenturm Level 4. Deine Mauern sind zumindest auf max. Ja, also viel kann man zu der Base noch nicht sagen, weil dir halt die Mauern fehlen. Deswegen, wir betrachten jetzt einfach seine Base und es ist ein geiler Clan-Name, muss man schon zugeben, dass es ein wirklich geiler Clan-Name ist. Jo, mach weiter so. Viel Spaß noch beim weiteren Clash of Clans spielen und versuch den Clan aufzubauen. Ich kann ja irgendwann mal vorbeischauen, wenn du willst. Kann ein bisschen Werbung dafür machen. Also, schau mal bei dem Clan vorbei und ja. Mach weiter so beim Clash of Clans spielen, beim Farm etc. Und wir werden den nächsten besuchen. Also, wie gesagt, zu den Bases kann ich nicht viel sagen. Hoffe, es stört dich nicht, aber du wurdest besucht. Yay. Der liebe Lorenz aus dem Clan SG Dynamo 1953 wollte besucht werden. Und wir werden ihn besuchen. Er ist auch noch im Clan drin, das ist doch perfekt. Rates Level 9, Farming Base. Minenwerfer Level 7. Maximum. Magiertürme Level 7. Maximum. Decken jeweils 2 Lager ab. Stimmbruch. Luftabwehr Level 7. Level 6. Level 7 machst du hier gerade. Level 7 machst du hier gerade. Max, Max. Bogenschützentürme Level 11. Maxed out. Ja, das sieht alles nach einer Maxed Out 9 Base bald aus. Du kannst noch einen Luft... Okay, den Luftfeger machst du gerade auf 4. Okay, das ist auch gut. Zauberspruchfabrik machst du schon auf Level 3. Läuft bei dir aber hart. So, Barsch Level 6. Der Barbarenkönig ist auf Level 14 wie meiner. Meine Bogenschützenkönigin ist aber höher. Wutzauber Level 5. Heilzauber Level 6. Blitzzauber Level 5. Scheint alles maxed out zu sein. Kannst auch deine Hexe upgraden, deinen Lavahound und die Valkyrie und die Schweinereiter und die Minions. Also dunkles Dingsmäßig scheint es eigentlich relativ gut zu laufen momentan. Der Rest ist auch schon auf max. Respekt dafür.
man kann nicht viel zu der Base sagen. Das ist auch eine der besten Rate-Level 9 Farming-Bases, die es gibt. Ich spreche aus Erfahrung, ich hatte die Base mal, die hält schon relativ gut. Wie man auch sieht, die Kanonen- und Bogenschützentürme sind wirklich sehr gut verteilt. Magiertürme decken jeweils zwei Lager ab. Minenwerfer decken somit die gesamte Base ab. Das ist das Optimale, was man haben will. Luftabwehren decken auch jeweils die gesamte Base ab. Ich würde die ein bisschen weiter reinstellen und wenn da ein Tesla stehen sollte, würde ich den lieber rausstellen. Ist mein Tipp an dich. Ich spreche aus Erfahrung, hat manchmal Vorteile. Hast schon eine Mauer auf Level 10 hier in der Ecke. Das läuft. Jo, mach weiter so. Viel Spaß beim Farmen, im Clash of Clans spielen. Du machst gerade was im Labor. Lass mich schätzen, was das ist. Ne, ich habe keine Ahnung. Ich schätze mal irgendwas Dunkles. Wenn es stimmen sollte, schreib sie unten in die Kommentare rein. Würde mich interessieren, was du gerade machst. Du warst schon auch im Meister, 264 Kriegsstände gesammelt. Das läuft. Und wir werden den nächsten besuchen. Benjamin aus dem Clan High War wollte besucht werden. Und deswegen werden wir ihn seinen Wunsch einfach erfüllen. So, Radesel 9. Farming Base. Du baust gerade ein X-Bow. Ne, dunkle Zauberspruchfabrik, okay. Ja, okay, du hast schon beide X-Bows, Sam. Okay. Ich hab nichts gesagt. Magiertürme, Level 5, zwei Lager abdecken tun, das ist meine Base, halb, gut. Ja, das ist wirklich meine Base, bis auf hier unten hast du was anderes, wobei, das ist meine Base, ne? Ja, bis auf hier irgendwie fehlt irgendwas, aber ja, das ist meine Base, yo, geil. Das ist natürlich geil, ich kann die wirklich nur weiterempfehlen, weil die Base einfach nur zu pornös ist. Luftabwehren decken jeweils die gesamte Base ab, Magiertürme decken zwei Lager ab, X-Bows decken auch viel der Base ab, Bogenschützentürme und Kanonen sind gut verteilt und der Rest scheint doch auch alles gut zu sein. Vom Level her ist es in Ordnung, sagen wir es so. Minenwerfer kannst du natürlich auf 7 machen, musst du aber nicht, ich würde erstmal deine Magiertürme auf Level 6 machen und dann die Minenwerfer auf 7. Dann die Magiertürme auf 7 und dann kannst du den Rest leveln. Das sieht schon eigentlich relativ gut aus. Deine Bogenschützenkönigin ist auf Level 1. Barbarenkönig auf Level 6. Barsch ist aber schon auf Level 6, wie ich sehe. Riesen 5, Goblins 5, Mauerbrecher 5, Luftballons 5, Magier 5, Heiler 5, Drachen 3, Packers 2, Minions 3. Das läuft doch. 122 Kriegssterne geholt. Respekt dafür. Respektable. Französisch. Mach weiter so, wie gesagt, Flächenschäden als erstes hoch, dann der Rest. Base-Aufstellung gefällt mir wirklich sehr gut, weil es auch meine Base ist. Ja, mach weiter so und wir werden den letzten jetzt besuchen. Yeah! Dann bin ich endlich durch, ey. So, lieber The Pullax, ich weiß, du hast dich heute Morgen beworben, aber Hashtag-Kürzel wäre schon Schnieke. Ah, verdammt, ich benutze das Wort zu oft. Wäre schon auf jeden Fall Schnieke geworden, aber ich finde dein Clan einfach nicht. Ich habe jetzt alles probiert, ich habe es zusammengeschrieben. Clan klein, groß, Warrior klein, groß. 1.0 dahinter, aber 1.0 kann man nicht mit Leertaste machen, weil man nicht so viel in die Clan-Suche reinschreiben kann. Das war's mit der heutigen Besuchsfolge. Wenn ihr besucht werden wollt am 26. müsstet ihr euch spätestens, wie gesagt, Mittwoch bewerben. Mittwochmorgens wäre schon ganz lieb von euch. Und wir können mal meine Errungenschaft, die einsammelt. Zerstöre 2000 Rathäuser, habe ich gestern Abend geschafft. Wenn wir einfach machen, 50 Juwelen, 1000 XP, das läuft. So, das war's mit der heutigen Besuchsfolge. Ich hoffe, euch hat die Besuchsfolge gefallen. Und wenn es der Fall ist, ist der Daumen oben, wird man euch loben. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye. In der nächsten The Last of Us Folge. Wollte ich nur mal so hinzufügen. Bye.